Bei OpenSim eigentlich grundsätzlich bekannt als Vanish. Ich bin seit März 2007 Mitglied bei Second Life und seit November 2009 in OpenSim tätig. Ich will, bevor wir über OpenSim sprechen, eigentlich wollte ich anfangen, über das Internet zu sprechen. Denn was OpenSim eigentlich ist, ist wichtig zu verstehen, wenn man erstmal versteht, was das Internet ist. Das Internet ist im Prinzip nur eine, also das, wie wir es heute haben, ist nur eine von verschiedenen möglichen Arten und Weisen, wie das Internet funktionieren könnte. Und wir haben heute hauptsächlich ein Internet, das aus Clients und Servers besteht. Im Prinzip also ein asymmetrisches Netz. Das fängt bei der DSL-Leitung an, die wir zu Hause haben. Da ist der Upload wesentlich langsamer als der Download und geht dann damit so über, dass es eben Internet-Server hat, die unheimlich viele Clients bedienen und der Client eben derjenige ist, der mehr oder weniger der Konsument der Daten ist, die der Server sendet. Das führt im Prinzip dann dazu, dass wir unsere Daten mehr oder weniger Servern anvertrauen, die außerhalb von unserer Kontrollsphäre liegen. OpenSim hingegen ist eine Software, die jeder zu Hause laufen lassen kann und im Prinzip selbst einen Server zu Hause dann bereitstellt. Das geht grundsätzlich gegen die Struktur des Internets, weil, wie gesagt, der Upload-Speed zu Hause ist sehr, sehr langsam, Download-Speed normalerweise relativ schnell. Und von daher gibt es da ein paar Probleme. Es gibt aber dadurch, dass die Sachen eben auf dem Heim-PC laufen können, eine Chance, dass man die Kontrolle über seine Daten behält. Das ist manchmal schwer zu verstehen, warum es ein Problem ist, die Daten zu jemand anderem hochzuladen. Und ich will jetzt gar nicht damit anfangen, dass Facebook irgendwelche Datensätze an irgendjemand anders verkauft. Das ist anscheinend schon längst bekannt und trotzdem scheint es keinen zu interessieren. Sondern es ist vor allem bei solchen 3D-Anwendungen wichtig, in OpenSim erschaffe ich nicht nur irgendwelche Objekte, sondern ich erschaffe mir meinen eigenen Avatar, mein eigenes virtuelles Ich, eine Figur, die mich im Prinzip im Netz darstellt, mit der ich mit anderen interagiere, mit denen ich anderen Leute auf ihren Rechnern besuchen kann, mit der ich im Prinzip im Netz auftrete. Wenn diese Figur von jemand anderem auf dessen Rechnern oder auf dessen Servern gespeichert ist, dann ist das Wohl und Wehe dieser Figur eigentlich von anderen Leuten abhängig. Und es ist so häufig, dass gerade bei OpenSim Provider von Grids, von OpenSim-Installationen über Nacht zumachen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass ich meine Daten von heute auf morgen alle verlieren kann. Aus diesem Grund plädiere ich im Prinzip immer dafür, dass jeder OpenSim zu Hause ausführt. Einfach nur, um es mal zu sehen. Es ist wahnsinnig einfach zu installieren. Was man braucht, ist, je nachdem, ob man ein Windows oder ein Mac oder ein Linux-PC hat. Unter Windows läuft es im Prinzip am einfachsten. Unter Windows braucht man die .NET-Umgebung. Ich glaube, die ist bei Windows 7 inzwischen voreingestellt. Ansonsten muss man halt runterladen und installieren. Und man muss sich von OpenSim die Installations runterladen. Das ist im Prinzip eine gezippte Datei, ein gezipptes Verzeichnis, dass man entpackt zu Hause und dann die OpenSim-Exe ausführt und das war es im Prinzip schon. OpenSim, für diejenigen, die Second Life nicht kennen, ist eine virtuelle Welt im Prinzip. Und zwar nicht nur eine, sondern jeder kann im Prinzip seine eigene machen damit. Das fängt, wenn man OpenSim aus dem Standard installiert, fängt das damit an, dass man hier so eine ganz kleine Insel hat, und man selbst ist so ein hässlicher Vogel, der erstmal nicht viel darstellt. Aber man kann alles in dieser Welt, alles in dieser Szene, alles, was dort existiert, verändern, selbst gestalten oder von anderen gestaltete Objekte runterladen, installieren, hochladen bei sich und verwenden. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Das fängt bei dem Gelände an. Das Gelände selbst, dafür gibt es
über den Viewer die Möglichkeit, das zu verändern. Da gibt es ein Tool zum Gelände. Man kann das tiefer legen oder höher machen. Man kann die Stärke ein bisschen einstellen, wenn das zu viel ist auf einmal. Was verstehst du unter Fotos? Ja, grundsätzlich schon. Also jede Art von Bilddatei, JPEG, PNG, GIF, kann im Prinzip hochgeladen werden. Ich glaube, GIF geht nicht. Aber JPEG, PNG, TAGA glaube ich noch. Und kann auf ein Objekt draufgesetzt werden. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Wir nennen die Dinger Prims. Das ist bei 3D-Software, ist das die Bezeichnung für die kleinstmögliche dreidimensionale Form. Also Prims sind ganz primitive Strukturen, ein Würfel, eine Pyramide, eine Kugel oder einfach nur ein Zylinder, die zusammengesetzt dann komplexere Objekte darstellen können. Das ist nochmal der grundsätzliche Prim, das ist hier diese Würfel. Und er hat mehrere Seiten. Und jede dieser Seiten kann ich einzeln mit jedem beliebigen Bild im Prinzip belegen. Zum Beispiel das. Und schon habe ich eine Mauer im Prinzip erstellt. Oder wenn man halt einfach Bilder hat auf der Festplatte, kann man die auch in OpenSim hochladen. Jedes Bild wird im Inventar angezeigt. Jeder Avatar hat im Prinzip sein eigenes Inventar, in dem in verschiedenen Ordnern die unterschiedlichen Sachen angezeigt werden, die man haben kann. Bilder werden im Prinzip unter Texturen angezeigt und die können dann, ich habe jetzt noch keinen, das ist ein frischer Avatar, auf jede Oberfläche draufgezogen werden. Aber man kann nicht ein Foto direkt importieren und es dann erst verformen. Doch. Ohne ein Prim. Ohne ein Prim nicht. Also beziehungsweise ohne ein Prim werden die Dinge im Inventar angezeigt und können dann auch geöffnet werden. Ich kann das mal kurz zeigen. Es gibt hier in der Library verschiedene schon vor. Also man kann jetzt diese. Es wird dann im Prinzip so angezeigt. Mhm. Als Kasten. Der kann großgezogen werden und man kann den auch anderen Leuten geben. Also in dem Moment, wo man einen anderen Avatar trifft, entweder bei sich oder man ist bei denen oder trifft sich sonst wo, kann man auch Inventar zwischen den Avataren. Ich meine, ob man da jetzt meinetwegen einen Würfel draus machen kann? Nee, also aus einem zweidimensionalen Bild ein dreidimensionales Bild zu machen. Ja. Nee, nicht automatisch. Also im Prinzip, man muss das 3D-Objekt erst erstellen und auch dann auf das 2D-Objekt auf die Seiten jeweils die Texturen drauf machen. Ja, sonst wäre es zu einfach. Das sind jetzt Grundfiguren, eine Mauer, richtig, die irgendwo hinstellen kann. Richtig. Also im Prinzip die Prims, ich kann es mal hier nochmal anzeigen, sind diese Figuren. Also ein Würfel, das ist eine Rampe, ein Prisma, ein Zylinder, ein halber Zylinder, so ein Kegel, eine Kugel, eine Halbkugel, ein Torus, das ist ein Ring, eine Röhre, ein Ring, und das hier sind
Ja, vorgefertigte Pflanzen, die schon eingestellt werden. Also nochmal hier Eukalyptusbaum. Und dann es dauert einen Moment, bis der geladen ist. Oder Fotos schon importieren, aber man könnte ja über Nein. Objekte. Richtig, genau. Ja. Ja, das ist auch im Prinzip die Art und Weise, wie jede 3D-Bearbeitungssoftware funktioniert. Also in der 3D-Software, ob das jetzt was ist wie Open Simulator oder ob das professionelle Anwendungen sind wie Maya oder Blender, man erstellt immer erst das Objekt selbst und dann fängt man an, die Oberflächen des Objekts so zu gestalten, dass es nach was aussieht. Und was sorgt jetzt bitte dafür, dass dieser Baum sich so schön bewegt? Das sind die voreingestellten Sachen bei Open Simulator. Das ist im Prinzip schon in der Software mit drin. Die ganzen Bäume sind nur, ich glaube, 10, 15 verschiedene Pflanzen, die hier mit drin sind. Die sind schon so eingestellt, dass sie sich auch noch im Wind bewegen und dass sie, also je näher man rangeht, umso komplexer sind sie. Und je weiter man rausfährt, umso undetaillierter sehen die aus. Wenn man so einen Baum baut, dass man da ziemlich lange drin sitzt. Also der Baum hier, wie er da steht, der kommt mit Open Simulator. Es ist ganz einfach. Aber wenn man einen Baum selbst erstellen will, das ist eine kompliziertere Sache. Aber die modellieren? Die Bäume selbst nicht. Man kann sie nur größer oder kleiner machen. Also die voreingestellten sind so, wie sie sind. Die können nicht verändert werden, nur eben in der Größe. Der kann ich dann als Film praktisch ablaufen lassen, wenn das fertig ist. Es muss noch nicht mal als Film, sondern im Prinzip gestaltet man im Open Simulator seine eigene virtuelle Umgebung und in der kann man sich grundsätzlich aufhalten. Man muss das nicht unbedingt als Film aufnehmen. Ich meine, wenn ich jetzt eine Figur habe, die meinetwegen vor einem Haus sitzt und dann. Ja, sicher, man kann das aufnehmen. Man muss eine Screen Capture Software haben, die den Bildschirminhalt aufnimmt und dann kann man das als Film bei YouTube hochladen oder sonst irgendwie. Wenn ich ein Bild packe, wie das geht, wenn ich das erstellt habe. Ja. Und erstelle dann das nächste. Kann man nein, das ist nicht das ist kein Bild. Das ist eine komplette Umgebung. Ich kann mich mit meinem Avatar, wo ist er? Hier. In dieser Umgebung bewegen. Und die ist auch noch da, wenn ich den Viewer zumache oder wenn ich auf den Simulator runterfahre und beim nächsten Mal wieder hochfahre. Alles ist noch so, wie es war vorher. Also im Prinzip ist es nicht notwendig, dass man das irgendwie nochmal gesondert einfängt. Nee, aber wenn ich jetzt irgendeine Reihenfolge oder irgendwas meinetwegen einen Kommentar zu einer Musik oder irgendwas, jetzt erstelle mir eine Umgebung und will die anderen vorführen, dann muss ich sie doch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nee, nicht unbedingt. Man kann, kommen wir mal dazu, man kann die Umgebung oder Teile der Umgebung abspeichern und im Prinzip dann per E-Mail verschicken oder im Internet hochladen und so anderen zur Verfügung stellen, die das dann bei sich im Open Simulator wieder runterladen und installieren können und es dann so sehen, wie es erstellt wurde. Bewegen kann sich. Ich weiß nicht, was meinst du mit bewegen? Wenn ich jetzt meinetwegen, was weiß ich, da eine Figur, die läuft von einem Baum oder sowas, das kriege ich nicht hin. Eine automatisch sich bewegende Figur. Ja. Also nicht du selbst als Avatar. Wenn ich jetzt mal gerade einen Baum und ein Haus, ja? Da sitzt jemand, der dann aufstehen soll oder so. Nee, also die Sache ist, sagen wir mal, grundsätzlich ginge das. Ist aber sehr kompliziert, weil im Prinzip muss man diese Figur, die sich bewegen soll, selbst nochmal erstellen. Und man muss dann die ganze Sache skripten. Das heißt, es gibt in OpenSim hat eine eigene Skriptsprache, die man selbst programmieren muss, sodass diese Figur eben diese vorgefertigten Schritte ausführt. Also es ist möglich, aber erfordert natürlich erstmal, dass man die OSL, also die OpenSim-Skriptsprache kennt. Und dass man das alles schon hat. Also ist eine größere Sache.
Das ist beliebig. Das hängt von der Hardware ab. Also ich sag mal, auf einem normalen Rechner mit einem, sagen wir mal, 2 GB RAM, also es hängt also hauptsächlich vom RAM ab, kann man circa 10 bis 15 solcher Regionen laufen lassen. Jede Region sind 256 mal 256 Meter groß, also sie ist etwa so hier groß, ein Teil davon ist, liegt unter Wasser. Und das nebeneinander oder je nachdem, wie man es haben möchte, kann man da, also an Platz mangelt es nicht. Ich bin also bis jetzt noch nicht an die Grenzen gestoßen, dass man da dann Probleme hat. Aber das ist die eigene Welt, ja. Und auch irgendwelche Häuser oder sonst was bauen kann. Aber das sind keine anderen Personen. Also, doch, man kann sie doch, das ist ja der Punkt. Man kann andere einladen. Man kann Open Simulator auf verschiedene Arten und Weisen ausführen. Man kann es entweder nur zu Hause auf dem Rechner laufen lassen. Dann bin ich auch der Einzige, der sich damit verbinden kann. Man kann das so ausführen, dass es offen ist zum Internet. Ja. In dem Moment können andere Leute in meine OpenSim-Welt reinkommen, von außen. Man kann es zum Dritten auch so ausführen, dass man sich mit anderen Leuten in deren Welten zusammen verbindet, zu einem sogenannten Grid. Das ist im Prinzip eine Welt, die aus verschiedenen Regionen von verschiedenen Leuten besteht, die alle das auch zu Hause auf dem Rechner oder sonst irgendwo haben und im Prinzip die Landmasse selbst zusammengestellt ist auch von verschiedenen Leuten. Es gibt mehrere größere Grids, die auf die Art und Weise zustande gekommen sind. Die haben mehrere tausend solcher Regionen. Machen wir das am ersten Grund, diesen Grids? Ich sag mal, die Frage ist, was will man damit anstellen? Wenn man einfach erstmal schauen will, was dran ist an der Sache, würde ich sagen, es ist immer gut, eine Community zu haben und erstmal zu so einem Grid zu gehen, da ein Konto sich anzulegen, einzuloggen und zu schauen, was gibt es hier überhaupt. Es gibt, Open Simulator ist ein internationales Projekt, das heißt, die meisten Leute sprechen auf Englisch. Also es ist immer ein Vorteil, wenn man relativ gut in Englisch ist. Wenn das nicht der Fall ist, es gibt deutschsprachige Communities. Metropolis ist zum Beispiel ein deutschsprachiger Grid, der ist relativ groß, der hat auch ein Forum, eigene Website, da kann man sich dann erstmal auf Deutsch Informationen besorgen dazu. Kann auch da sich ein Konto einstellen und einfach teilhaben. Die Website von Metropolis ist, glaube ich, metropolis.hypergrid.de. Was ich zeigen wollte, ist, man kann wie gesagt auf der Welt so gut wie alles verändern und ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht. Ja. Wie erscheint der dann? Poppt der so auf dem Nichts aus oder ist es visuell irgendwie umgesetzt? Avatare, die, man nennt das Teleportieren. Ja. Die rein teleportieren, erscheinen zunächst als so eine Rauchwolke, bis deren Erscheinungsbild geladen ist. Es muss ja durch die ganzen Daten über den Avatar, so wie er aussieht, müssen erstmal von dem entfernten Server gezogen werden. Bis der also geladen ist, erscheint er als kleine Rauchwolke und dann sieht man den so, wie er im Prinzip sich darstellt. Und wie ist das, wenn man jetzt selber gar nicht am Rechner wäre? Das heißt, wenn du nicht da bist und du bist auch nicht eingeloggt. Also ich meine, Open Simulator besteht aus zwei Komponenten. Einmal der Server-Komponente, Open Simulator selbst, ja. Und den Viewer, mit dem man sich im Prinzip in der Welt bewegt und einloggt. Wenn man den Viewer nicht laufen lässt, ist man nicht da. Wenn der Server läuft, dann habe ich ja meine Welt offen praktisch. Richtig, genau. Wenn jetzt einer draufkommt, was passiert dann mit meinem Avatar? Der steht nicht rum, der ist nicht da. Der wird aber nicht angezeigt. Also in dem Moment, wo du ausgeloggt bist, ist dein Avatar auch nicht mehr da. Können andere dann die Welt verändern? Es kommt darauf an, wie du das einstellst. Also da gibt es verschiedene Settings, die man einstellen kann. Man kann denen erlauben, dass sie da Objekte hinstellen können oder das Terrain verändern können. Man kann es ihnen aber auch verbieten. Und dann können sie es eben nicht. Es ist natürlich immer
potenziell problematisch, wenn andere Leute auf den eigenen Server, auf den eigenen Computer Zugriff haben. Deswegen ist natürlich der OpenSimulator so ausgelegt, dass es möglichst sicher abgestellt ist. Es ist aber trotzdem noch so, dass OpenSimulator eine Software ist, die im Alpha-Stadium sich befindet. Das heißt, die noch nicht reif ist für Produktionsumgebungen. Und mit dem Haus drauf, mit dem Baum drauf. Ja. Das ist doch dieses festgespeicherte Bild, ja, das so stehen bleibt. Ja, was kann ich denn mit dem Bild machen? Ich lade mir meinetwegen ein Foto rein mit einem Haus, mit einem Mensch, der Zeitung liest, die ganzen Skripte sind ja da. Ja. Und was habe ich denn von dem Bild? Mit dem Bild bauen. Was man damit machen kann, ist unheimlich vielfältig. Für mich persönlich ist es einfach mein virtuelles Zuhause. Ich meine, OpenSimulator ist an der Basis eine Chat-Software. Also eine Software, mit der man sich mit anderen Leuten trifft, unterhalten kann. Und der Unterschied zwischen OpenSimulator und zum Beispiel, was weiß ich, Skype oder MSN, besteht im Prinzip darin, dass die Welt und die Umgebung, in der ich mich befinde, von mir erstellt werden kann. Ich kann selbst bestimmen, wie es aussehen soll. Und ich kann mit anderen zusammen diese Welt gestalten, verändern, wie kann ich erstellen. Es ist eine eingebaute Chat-Komponente. Also hier ist, wenn man auf Communicate klickt, gibt es den sogenannten Local Chat. Das ist alles, da wird im Prinzip das, was man eingegeben wird, an alle im Umkreis von 20 Metern sichtbar. Man kann auch Leute direkt persönlich ansprechen über im Prinzip eine Instant Messaging. Der muss 20 Meter von mir entfernt wohnen. Nein, der Local Chat trägt voreingestellt 20 Meter weit. Das heißt, alle Avatare, die sich im Umkreis von 20 Metern um mich herum befinden, hören, was ich sage. Wenn ich jemand anderen habe, der sich woanders befindet und ich möchte mit dem mich unterhalten, kann ich dessen Profil aufrufen aus meiner Kontaktliste? Sorry. Und die ist jetzt leer, weil ich noch keinen, wie gesagt, das ist eine neue Installation. Und kann auf den anklicken und kann mich mit dem direkt unterhalten in einem Chatfenster, das nur er und ich sieht. Man kann das erweitern, sodass mehrere Leute in einem Chat finden. Also es ist sehr umfangreich, die Software an sich. Aber das ist eine Spiele-Community. Da trifft man dann auch Leute, die damit spielen. Nicht irgendwie, dass man das mit Freunden, mit Leuten, die man ja bei Reihenwelt trifft, dass man sich da abträgt. Es ist sehr unterschiedlich. Es ist die Community an sich besteht zu 80% aus Leuten, die in der virtuellen Welt leben und selbst da keinen Bezug zum realen Leben herstellen. Das heißt also, die Bekanntenkreise bestehen nur aus Leuten, die man im Prinzip in der virtuellen Welt getroffen hat. Es gibt einen großer Teil der Community besteht momentan aus Lehrern, aus Universitätsprofessoren, ja, die das benutzen, um im Prinzip den Unterricht anschaulicher zu gestalten. Also die erstellen eine Welt für ihre Schüler, um bestimmte Unterrichtskonzepte darzustellen. Was weiß ich, in Chemie kann man dann Moleküle aufbauen. Oder in, was weiß ich, Literatur kann man Shakespeares, ja, irgendwas aufbauen. Es ist sehr, sehr vielseitig. Und gerade, sagen wir, Universitäten haben das für sich entdeckt und benutzen das ziemlich intensiv. Ich kenne eine Menge Universitäten in den Vereinigten Staaten oder in Neuseeland, die das benutzen. Also es ist eine sehr große Community. Es ist grundsätzlich nur Text. Es ist möglich, weil OpenSimulator ist ein Plugin-System. Das heißt, man kann verschiedene Zusatzkomponenten installieren und es gibt da eine Komponente, die so eine Art Voice-over-IP bereitstellt. Das heißt, man kann auch über Mikrofon sich mit anderen unterhalten. Richtig. Das ist, soweit ich weiß, ich habe es noch nicht ausprobiert,
noch relativ primitiv. Das heißt, alles, was man sagt, hört jeder, der auch auf demselben Kanal ist. Also es ist noch nicht so, dass man dann nur sich mit bestimmten Personen unterhalten kann. Der in demselben Bereich ist. Nee, in dem Fall sogar jeder, der diese Software, dieses Plugin benutzt, hört das, was ich sage. Also, ja, es ist so, habe ich das verstanden. Also es ist eine Zeit, muss ich ehrlich zugeben, es ist ein paar Monate her, seit ich das letzte Mal mich damit befasst habe, mit dieser Sprachausgabe. Also kann sein, dass sich das inzwischen weiterentwickelt hat. Also da habe ich ja. Wenn du sagst, kannst Leute im Umkreis von 20 virtuellen Metern einladen, zu dir zu kommen? Und nicht einladen. Ansprechen. Die können das, was ich im... Also es gibt zwei verschiedene Arten von Chats. Es gibt den Local Chat, den lokalen Chat, der wird 20 virtuelle Meter weit gesendet. Alles, was ich da sage, kann von allen Leuten, die um mich herum stehen, gesehen werden. Es gibt den IM-Chat, Instant Messaging Chat, den kann ich zu jedem Avatar, den ich kenne, einzeln senden. Okay, dann weiß ich das. Das sind also zwei verschiedene Sachen. Also an die bestimmte Person, die man genau. Die haben eine E-Mail-Adresse? Nee, die habe ich entweder in meiner Kontaktliste oder ich sehe sie irgendwo um mich herum. Also es ist unterschiedlich. Ich den an. Genau, und dann geht der Chat auf. Dann kriegt er nichts mit davon. Ich glaube, es gibt Komponenten, die man installieren kann, dass er dann eine E-Mail gesendet kriegt, der und der hat so und so gesagt. Nein. Also bei dem Vanilla OpenSim, das man direkt von OpenSimulator runterladen kann, nicht. Ich habe aber Grids gesehen, die das weiterentwickelt haben und die dann so eine Art von Speicher haben. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn man einloggt, kriegt man angezeigt, was die Leute, die in meiner Abwesenheit mir geschickt haben, gesagt haben. Und wenn jetzt unter Medicine rumstehen, wie weiß ich jetzt, welcher weiter als 20 Meter entfernt ist? Ist das irgendwie in der Liste? Ja, das steht hier im Radar. Wenn man das aufklickt, werden die Avatare angezeigt, die in der Nähe sind und hier unter Distance die Entfernung zu mir. Da kann ich mich mit der Maus drin bewegen. Ja, also die Bewegung in OpenSimulator geht im Prinzip über die Richtungspfeile, laufen, wenn man auf Fliegen klickt. Kann man sich so bewegen. Und ein Doppelklick auf eine Stelle, glaube ich, kann man einstellen, dass man dahin läuft. Also okay, das geht jetzt nicht. Das will ich. Jein. Open Simulator ist an sich relativ weit in der Entwicklung. Der einzige Schwachpunkt, den wir haben im Moment, ist die Physik. Also alles, was irgendwie eine simulierte Physik benötigt, ist noch sehr primitiv. Das heißt, alles Physik bedeutet im Prinzip jedes Objekt, das mit dem anderen Objekt kollidiert. Das heißt, der Avatar, der über den Boden läuft, braucht Physik, damit er nicht im Boden versinkt. Der Avatar, der gegen eine Wand läuft, muss irgendwie wissen, dass dann, also der Simulator muss wissen, dass da eine Wand ist, dass man da nicht weiterkommen kann. Das ist eine Sache der Physik, des Physikteils von Open Simulator. Und der ist eben noch relativ in den Anfängen. Also laufen, gegen irgendwas laufen, funktioniert gut. Alles, was Fahrzeuge betrifft, Autos, Boote, Flugzeuge, ist sehr, sehr rudimentär. Also es gibt ein relativ gutes Skript von einem OpenSim-Administrator, mit dem man sich ein vernünftiges Auto zusammenstellen kann, mit dem man auch über einen Parcours fahren kann. Also das gibt es als Download. Aber ich habe noch nichts gesehen, was jetzt Flugzeuge oder Boote oder sowas betrifft. Aber
Im Open Simulator, wie gesagt, ist im Alpha-Stadium, es wird ständig dran gearbeitet. Es kann sein, dass das nächstes Jahr oder im nächsten halben Jahr schon wieder ganz anders aussieht. Das ist aber Open Simulator ein Teilbereich vom Open Simulator. Das ist ja vorhin auch so gestellt worden, dass man sich das selber machen kann. Das ist nicht wirklich. Ist das jetzt Open Simulator allgemein? Das Programm bei Open Simulator ist die Serverkomponente, die eben diese virtuelle Welt besteht. Die besteht in sich aus verschiedenen Komponenten. Aber das ganze Projekt im Prinzip heißt Open Simulator. Wo kann man sich da kontaktieren, wenn man das runtergeladen hat und macht sich ein bisschen was? Also Open Simulator selbst. Das kann ich da finden, das kann ich. Gibt es unter opensimulator.org. Es gibt auch auf der Website von Open Simulator, die ist halt leider auf Englisch, Unterbereiche, das ist auch aufgebaut wie ein Wiki, wo man Anleitungen findet zu allem Möglichen, wie man es installiert, wie man es hochlädt, wo man weitere Informationen findet. Ich selbst habe auf meiner Website, die ist tgib.co.uk, also tgib.co.uk, verschiedene Tutorials erstellt, die sind auch zum großen Teil auf Englisch, ein paar davon habe ich auf Deutsch übersetzt. Die behandeln verschiedene Themen. Wie installiere ich Open Simulator? Wie kann ich meine Welt einrichten? Wie kann ich einen Stuhl bauen? Wie kann ich mein Avatar gestalten? Also verschiedene Teilbereiche. Das ist sehr komplex, weil es halt auch sehr viel ist, was man damit anstellen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Terrain geladen. Das ist jetzt eine größere Insel. Diese Terrains kann man auch in einem externen Programm erstellen, kann sie in Open Simulator hochladen und eben die Umgebung so gestalten, wie man sie gerne hätte. Man kann auch, wie ich vorhin gesagt habe, die gesamte Szene abspeichern, so wie sie ist, und dann verteilen und woanders hochladen. Es dauert einen Augenblick, bis das geladen ist. Aber man kann im Hintergrund sehen, wie es aufgebaut wird. Ich habe eine Website erstellt, die ist vor 3 Monaten live gegangen, die im Prinzip genau das verfolgt. Nämlich, dass Leute im Internet ihre Sachen hochladen können und mit anderen teilen können. Eine Szene wird abgespeichert als ein sogenanntes OA, das ist OpenSim-Archiv. Die beinhaltet im Prinzip alles, was da ist. Also das Terrain, die sämtlichen Objekte. Das ist eine sehr bekannte Kunstinstallation aus Second Life von einem Künstler, der heißt AM Radio. Die ist sehr beliebt gewesen in Second Life, hat über die Jahre Zehntausende Besucher gehabt. AM Radio hat das Ganze unter Creative Commons Lizenz gestellt, sodass es im Prinzip frei kopiert werden kann. Und im Prinzip kann sie jeder bei sich hochladen. Das ist einfach, wie gesagt, man kann damit machen, was man will. Manche benutzen es, um sich künstlerisch auszudrücken. Andere benutzen es, um ihr Zuhause zu erstellen. Andere benutzen es, um Simulationen von Krankenhaus, Hospital oder irgendwas zu erstellen. Es ist eine vielseitige Software. Ja, aber sag ich, das ist auch für mich interessant, wenn ich jetzt eine Simulation erstelle. Genau. Die Simulation muss sich doch bewegen können. Das ist das Problem. Nicht zwangsläufig. Also ich meine, wie gesagt, hier bewegt sich nichts. Das ist einfach nur eine Szene, die man, in der man selbst sich bewegen kann. Wenn, richtig, genau. Ach so, man ja. Muss sich selbst bewegen, von alleine bewegen. Nee, man kann, Moment, wo bin ich denn jetzt? Das ist gestorben.
Ort, an dem es noch nicht bei uns ist. Immer erst mit einem Blick nach oben, ob es der Herr auch genügt. Okay, dann bin ich im Prinzip in der Szene drin. Sind da in dem Fall jetzt dann die räumlichen Objekte dann jeweils einzeln oder irgendwie theoretisch zu begeben? Ja. Die Objekte können zusammen, also verbunden werden, man nennt das Linken, oder man kann, oder die können auch einzeln, also die sind natürlich alle aus Prims erstellt, aus ganz primitiven Objekten. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Stuhl hier nimmt, den kann man einzeln bewegen und man sieht, der ist aus ganz einfach verschiedenen Würfeln erstellt worden, die einfach eine bestimmte Größe gezogen wurden und zusammengesetzt wurden. Jede Seite ist texturiert mit einer Holztextur und ergibt dann diesen Stuhl. Es ist inzwischen auch möglich, dass man, wie gesagt, Objekte mit einem externen 3D-Programm erstellt, das professionell ist und das nicht nur auf Prims basiert, weil Prims sind eben nur primitive Formen, die kann man nur bis zu einer bestimmten Komplexität verändern. Während, sagen wir mal, professionelle Programme wie Blender das völlig frei lassen, wie man das Objekt gestaltet. Also da kann man nicht nur eine Kugel nehmen, sondern kann, was weiß ich, eine Welle formen, die man jetzt mit Prims zum Beispiel nicht hinbekäme. Die kann man inzwischen auch in OpenSimulator importieren und kann sie in der Welt verwenden. Blender kostet nichts. Bitte? Blender ist freie Software, die kostet auch nichts. Also im Prinzip, das ist auch das Wichtige dran, OpenSimulator ist freie Software, Blender ist freie Software. Die Sachen, die bei OpenSimCreations hochgeladen sind, sind alle unter freien Lizenzen verfügbar. Das heißt, jeder kann sie runterladen, wie er möchte, kann sie verwenden, wie er möchte, kann sie verändern, weitergeben. Das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, weil ansonsten kommen wir nicht weiter. Das ist in dem Moment, wo Sachen so lizenziert sind, dass der Ersteller nur sagen kann, was man damit anstellen kann, wird der Kreativität unheimliche Grenzen gesetzt. Deswegen habe ich dann Augenmerk darauf, dass das, was durch mich erstellt wird oder auch das, was ich verwende, eben so lizenziert ist, dass jeder damit machen kann, was er will. Und auch bei Bildern inzwischen. Ja. Ja, richtig. Also es gibt bei Flickr, kann man es ja so sich anzeigen lassen, zum Beispiel, dass man da nur die Creative Commons Lizenzen angezeigt bekommt. Und dann weiß man Bescheid. Aber bei vielen anderen Sachen ist es einfach so, dass man eben nicht machen kann, was man will. Obwohl man es eben aus dem Netz runterladen kann, aber in dem Moment, wo ich das in meine eigene Kreation einbinde, begebe ich mich da rechtlich in eine ziemlich wackelige Rede. Aber ich finde es auch inzwischen einfach nervig. Ja, es ist nervig. Wenn man das so freiwillig. Also ja, natürlich, ich gebe das. Wenn man das halt einen freiwilligen Namen anbieten kann. Ja. Alles andere denke ich mir auch, warum fließt denn ins Netz, dass ich dann so. Ich gebe das zu, denn das ist aber leider die Welt, in der wir uns momentan befinden, wo, sagen wir mal, Urheber oder Urhebervertreter, meistens sind sie nicht mal die Urheber selbst, sondern die Verlage oder Plattenfirmen oder sowas, eben unheimlich stark auf Urheberrechte pochen und dann der Weiterverwendung Schranken setzen. Und wenn man Gegenständen diese Eigenschaften zuordnet, zum Beispiel der Zaun findet der Kühlzaun und aber da dran passt, müsste man. Ja, also das ist theoretisch möglich, das muss geskriptet werden, dann im Prinzip, also man kann sagen, wenn der Avatar mit diesem Objekt kollidiert, dann passiert dies und jenes. Das geht, wie gesagt, es gibt dafür diese Skriptsprache, die hat eine ganze Menge Funktionen, die man da einbinden kann. Man kann aus der hohlen Hand den Objekten im Prinzip nur eine Funktion beifügen und das ist, indem man sie physikalisch macht.
Und physikalisch bedeutet im Prinzip nur, dass es der Schwerkraft gehorcht. Jetzt ist es umgefallen. Physikalische Objekte, die sind sehr, sehr hardwareintensiv. Also deswegen sind die auch, es funktioniert noch relativ langsam und Open Simulator selbst hat da eine ganze Menge Arbeit damit, die zu simulieren. Von daher ist es momentan so, dass die relativ wenig verwendet werden. Was momentan viele einfach machen, sind ihre Sachen erstellen, mit anderen teilen oder ihr eigenes virtuelles Zuhause einzurichten. Das aus, wenn ich die Texturen jetzt hochschaue. Ja. Kriegen die anderen dann Schwierigkeiten mit ihren Nein. Spielern? Nein. Der Viewer ist so eingestellt, dass man die Grafikeinstellungen individuell verändern kann. Das heißt, hier ist es auf Ultra, das heißt die höchste Grafikstufe, man kann die aber runterschrauben, sodass im Prinzip, also was das Runterfahren von Grafik zunächst bewirkt, ist, dass sehr ferne Objekte nicht mehr angezeigt werden. Das heißt, die ganze Szene wird auf das beschränkt, was sich in der näheren Umgebung befindet. Und teilweise wird auch die Komplexität ein bisschen runtergefahren. Das heißt, Objekte, die sehr komplex sind, werden weniger komplex dargestellt. Das ist bei, man nennt das Level of Detail bei 3D-Objekten. Das heißt, die haben verschiedene Levels of Detail, in denen sie angezeigt werden können. Wie bei einem Baum vorhin, der kann, je weiter man weggeht, und dann mit einer geringeren Komplexität angezeigt werden. Wie viel Bandbreite verbraucht mir das im Serverbetrieb, wenn ich es so gelangen lasse? Gibt es die DSL-Bandbreite? Also das hängt ganz stark davon ab, wie viele Leute deine SIM besuchen. Also jeder Avatar, sagen wir mal, das, was wirklich ressourcenintensiv ist, auch von der Hardware-Seite und von der Bandbreite her, sind Avatare. Ich habe das Ganze bei mir zu Hause auf dem Rechner laufen lassen, eine ganze Zeit lang sogar, und ich habe eine Bandbreite von 3000 Download, wir leben auf dem Land, und im Upload vielleicht so 250 Kilobyte. Und ich sag mal, wenn sich 4-5 Leute bei dir befinden, ist das noch okay. Wenn es mehr wird, kann es schon schwieriger werden. Also ich bin teilweise auch bei Treffen von OpenSim Explorern dabei, die sich im Prinzip virtuell treffen, um dann verschiedene Sims zu besuchen, die eben offen sind. Und wir machen mal bei einer Sim, die jemand zu Hause betreibt, mit 12 Leuten, das war schon relativ langsam. Also das ging wirklich nur noch, man muss unheimlich lang warten, bis alles geladen ist und bis man sich bewegen konnte. Muss ich dann diese Landschaften, die man besucht, dann auf seinem Rechner speichern? Nee, also in dem Moment, wo man sie besucht, kann man einfach nur das sehen, was angezeigt wird auf anderen seinen Rechner. Auf dem eigenen Rechner zu speichern, geht es nur, indem der andere dir die Dateien bereitstellt, aus der die Landschaft besteht. Das ist eine Möglichkeit, falls man seine Webkamera synchronisieren könnte. Genau. Aber das bleibt in der Welt stehen, die eingestellt wurde. Genau, richtig. Also beziehungsweise ja, also ich meine, die Landschaft, die befindet sich auf einem bestimmten Server, auf einem bestimmten OpenSim-Server. Und die besteht da so lange, bis derjenige, dem der Server gehört, die entweder verändert oder eine andere hochlädt oder den Server eben runterfährt. Wenn man eine Landschaft besucht, sieht man sie zwar, aber man kann sie jetzt in dem Sinn nicht mitnehmen. Man kann da Fotos davon machen, man kann... Ach, das ist einmal der PC-Bereich und der Server-Bereich. Genau. Den Serverbereich, das sind ja im Prinzip andere PCs. Richtig, das sind andere PCs und da kommt man nicht drauf. Und aber einen Server kann man von zu Hause betreiben. Richtig, genau. Wenn man ihn will, den kann man auch kaufen. Das ist mehr oder weniger mieten. Es gibt verschiedene Provider, die es anbieten, dass man OpenSim für dich hostet. Die Preise fangen, glaube ich, bei 20 US-Dollar pro Region an. Also so eine OpenSim-Region, ich zoome mal kurz raus, damit man sieht, wie groß das ist. Diese Grenzen hier, das ist die Größe von einer Region. Und wie gesagt, so fängt bei 20 US-Dollar an. Ich habe persönlich mir einfach einen Server von 1&1 gemietet,
die fangen bei 30 Euro im Monat an und habe da drauf OpenSim installiert. Ich kann das von zu Hause im Prinzip über SSH ansteuern und auf meinem Server liegen, wenn ich alles hochfahre, ungefähr 30, 35 solcher Regionen. Also ich sag mal, es ist immer günstiger, wenn man es von zu Hause macht oder sich selbst das Ganze installiert. Die Größe von der Region sind 256 mal 256 virtuelle Meter. Also 256 Quadratmeter. Nee, Quatsch. 65.000 Quadratmeter. Wenn ich das runtergeladen habe, muss ich mich dann anmelden? Du musst dich überhaupt nicht anmelden. Du musst es im Prinzip bei dir auf dem Rechner draufziehen. Du kannst es hochfahren dann, indem du einfach OpenSimulator.exe Doppelklick drauf machst. Und in dem Moment wird dann automatisch auch dein Konto bei dir zu Hause auf dem Server erstellt. Und auf dem PC. Auf dem PC, genau. Und du gibst halt einfach an deinen Avatar-Namen, den du gern hättest, Vor- und Nachname und das Passwort dafür. Und dann startest du den Viewer, steuerst im Prinzip deine IP-Adresse an. Wenn das nur auf dem Localhost läuft, dann ist es 127.0.0.1. Und meldest dich dann an mit deinem Avatar-Namen und bist drin. Ach, wie kann ich mir denn selbst festgeben? Richtig, du kannst dir dann deinen Avatar-Namen geben, wie du möchtest, dein Passwort, klar, wie du es haben möchtest. Und wenn man das angemeldet hat, kann man starten. Richtig. Also es ist jetzt nicht jemand anderes Service, sondern im Prinzip ist dir die Software, so wie sie ist, zur freien Verfügung gestellt. Du kannst damit machen, was du willst. Das ist der Sinn von freier Software. Brauchst du praktisch nur runterzuladen, ja, und dann meinen Namen vergeben. Richtig. Da komme ich automatisch hin, wenn ich das starte. Wenn du es zum ersten Mal startest, das ist OpenSimulator, ist eine Server-Software, das heißt, die hat noch kein besonders hübsches User-Interface. Also, dann lädt das so hoch, da gibt es eine ganze Menge Meldungen. Irgendwann kommt angezeigt, bitte geben Sie den Namen von dem Master-Avatar ein, und dann musst du halt den Vornamen, Nachnamen eingeben, das Passwort davon. Und dann fährt er weiter hoch, und wenn er hochgeladen ist, kannst du dich anmelden mit deinem Namen. Das heißt, ich muss mich selbstverständlich anmelden in der Welt. Du musst, die Welt, wenn du sie zu Hause betreibst, fängt an, wie ich es vorher gezeigt habe, mit einer ganz kleinen Insel und deinem Avatar, der eben dieses Aussehen hat. Muss ich das machen oder kann ich auch in der bestehenden Welt? Du kannst dann hergehen und kannst dir Sachen, die andere Leute erstellt haben, runterladen aus dem Netz und kannst du bei dir auf der Welt hochladen. Aber die Welt selbst, so wie sie aus der Kiste kommt bei OpenSimulator, ist erstmal nicht gestaltet. Also die ist im Prinzip eine weiße Leinwand. Und die kann ich mir nicht gestalten und kann meine Welt, die ich gestaltet habe, auch verlassen zu anderen. Richtig. Theoretisch, wenn du das muss ein bisschen anders konfiguriert werden. Du musst dann eingeben, dass dein OpenSimulator offen ist fürs Netz. Das heißt, du musst dann deine eigene IP-Adresse angeben und kannst dann, wenn du die URL und die IP-Adresse von anderen Welten kennst, kannst du die einfach in der Karte eingeben. Hier rechts unter Search. Ich kann es jetzt nur zeigen, was Internet dann alles. Und kannst dann dahinter teleportieren. Ja, wo soll ich die hacken? Die IP-Adressen? Ja. Gibt es auch im Internet unheimlich viele. Man muss einfach immer nach OpenSim Grid suchen. Oder es gibt vor allem ein Verzeichnis, das heißt Hyperica. hyperica.com. Das ist ein Verzeichnis von allen möglichen OpenSimulator Regionen mit der Adresse und wie man da hinkommt. Wenn ich jetzt jemanden auf der anderen Seite, nach welcher Zeit löscht sich das? Die Zeit, die hier eingestellt ist, ist die sogenannte Second Lifetime. Das ist im Prinzip weil der Viewer eben von Linden Labs, von Second Life herkommt, ist das die Uhrzeit, die jetzt momentan in San Francisco ist. Okay. Man kann die einstellen im Viewer, in den Preferences, sodass es angezeigt wird als Universal Time, das ist also die koordinierte Weltzeit. Und natürlich, weil das also international ist, kann es sein, dass wenn ich jetzt jemand anderem auf die Welt gehe, der in Amerika ist oder in Japan oder weiß ich wo, dann ist bei dem natürlich nachts gerade, oder je nachdem.
Das heißt, wenn ich Schleppen ausmachen will, muss ich mich nach einer bestimmten Zeit so machen. Also ich sage, wir haben das so, also ich mache es grundsätzlich so, dass wenn ich Treffen ankündige, die tatsächlich international sind, dann gebe ich die als koordinierte Weltzeit an und verlinke dann auch im Prinzip, es gibt eine Website, die heißt timeanddate, glaube ich, .com. Da kann man einfach hinverlinken und dann wird angezeigt, wie die Ortszeit ist dann, okay, je nachdem. Ja. Innerhalb eines Netzwerkes, ja, wäre das ein bisschen schneller. Also ja, auf jeden Fall. Natürlich. Also wenn man das in einem lokalen Netzwerk betreibt, in einer Firma oder im Krankenhaus oder in der Universität, dann ist die Geschwindigkeit natürlich da eine ganz andere. Und das Netz ist auch an sich gesicherter von Zugriffen von außen. Also man kann das, deswegen wird es auch von Universitäten teilweise sehr gern genommen. Die nehmen das einfach, um virtuelle Lehrräume einzurichten und Seminare dann abzuhalten, die auch tatsächlich nur von Leuten dann besucht werden können, die in dem Universitätsnetzwerk sich befinden. Also die Einrichtung vom Netzwerk ist unabhängig von Open Simulator. Das Open Simulator, das setzt auf jedem Netzwerk auf, das man sich eingerichtet hat. Ich stelle mir gerade vor, Flugpläne damit virtuell zu gestalten. Wir müssen über den Boden zum Beispiel Texturen machen können, die Pfeile, die man entlanglaufen soll. Im Prinzip, also sowas ist ja relativ leicht mit einem Objekt dann erstellt. Ich hänge hier gerade. Moment. Also ein virtuelles Gebäude in dem Ansicht, der Realität entsprechend. Ja. Also im Getreide lassen Sie sich sicher nicht an. Was? Im Getreide lassen Sie solche Pfeile sicher nicht. Nee. Oder Lappelwünsche. Aber es ist. IP-Adresse von der anderen Welt, wenn ich. Richtig. Die IP-Adresse und den Port, auf dem Open Simulator zugreift, der ist voreingestellt 9000, kann auch anders sein. Und wie gesagt, es gibt ein Verzeichnis, es gibt sogar mehrere Webverzeichnisse, in dem gelistet werden, welche Welten unter welcher IP-Adresse oder welche URL zu erreichen sind. Und ja, im Prinzip ist es nichts anderes als ein Hyperlink, ja, den man verfolgt, nur ist es eben ein dreidimensionaler Hyperlink. Aber das weiß ja nicht jeder, wo die sind, die Adressen auf die Kommentare. Ja, wie gesagt, deswegen gibt es dafür diese Verzeichnisse. Es ist, weil das eben alles noch im Anfangsstadium ist, gibt es keine Suchmaschine oder sowas, sagen wir mal wie Google, mit der man bestimmte Sachen finden kann. Es gibt da zu Anfangssoftware, es gibt eine Suchmaschine, die heißt Metaverse Inc., die versucht, sowas Ähnliches zu bereitzustellen wie eine Google-Suche, dass man, was weiß ich, ein Suchwort eingeben kann und findet dann eine Region, auf der sich dieses Objekt oder die befindet oder die so aufgebaut ist, wie das, wo man nachher sucht. Alles an Gegenständen besitzt. Die Minikarte, das ist diese kleine Übersichtskarte, die oben rechts war. Die Hauptkarte, das ist hier diese große. Bild ist zum Erstellen von Objekten und auch zum Editieren, Verändern von Objekten. Search ist eine Suchfunktion, die funktioniert so leidlich. Man kann damit bestimmte Leute suchen, wenn man deren Namen kennt, oder bestimmte Orte. Snapshot macht ein Foto von dem aktuellen Bildschirm. Fly, damit kann man
anfangen zu fliegen und Communicate öffnet dann das Fenster, mit dem man chatten kann. Wobei Fliegen heißt so. Fliegen heißt im Prinzip, dass man nicht mehr erdgebunden ist, sondern sich durch die Luft bewegen kann. Und die gehen dann automatisch in die Wartrichtung. Ja, also diese Animationen, die sind so voreingestellt. Man kann auch die Animationen verändern. Im Prinzip ist alles veränderbar, was man sieht. Also man kann auch die Art und Weise, wie sich der Avatar bewegt, verändern. Läuft das auf dem normalen PC oder muss ich da mal, nicht, dass man da entfolgt ist, wenn man wenn die Hardware nicht so verändert hat? Was verstehst du unter normalen PC? Ja, normalen Office-PC, den man kaufen kann. Also sagen wir mal so ein Alti-Medium-PC. Ja. Ja. Grundsätzlich schon. Ich würde halt bei Aldi oder bei Office-PCs, die haben meistens, die haben eine Grafikkarte eingebaut, das ist ja schon mal was. Das ist aber meistens nicht die Hammer-Grafikkarte, die hat vielleicht, das sehe ich, 256 MB RAM. Und da würde ich halt die Grafik dann entsprechend runterfahren. Also ich habe jetzt hier auf dem PC die Grafik mal auf ein mittleres Setting eingestellt, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Die ist halt praktisch zu hoch. Wenn man sie ganz runterfährt, sieht es so aus. Es ist also relativ wenig detailliert und die Sachen erscheinen wirklich nur dann, wenn man relativ nah drankommt. Aber es läuft auch auf relativ kleinen PCs flüssig. Ich muss mal als Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Mac-User hier sind. Ich habe, als ich jetzt mit Second Life angefangen habe, vor 5 Jahren, glaube ich jetzt, habe ich das auf einem Mac PowerBook 600 MHz und 1 GB RAM laufen lassen. Also, und das hat auch noch funktioniert. Also, ich sag mal, die PCs, die jeder so in den letzten 5 Jahren gekauft hat, dürfen ausreichen. Wie heißt das Programm? Das heißt Open Simulator. Also Open Simulator und Org. Und dann kann nicht mehr eins. Gibt es zwei Downloads, einen für Windows, einen für Linux. Je nachdem, was du halt hast. Kennst du Second Life? Second Life.com. Sekunde und MIV. Yes. Ja. S-E-C-O-N-D L-A-I-V-E.com. Second Life. Da ist die Windows-Version auch. Genau. Also mal grundsätzlich Backups machen. Grundsätzlich Backups machen. Backups ist eigentlich, ich weiß nicht, warum das nicht jeder macht. Backups ist grundsätzlich Pflicht, egal was man mit dem Computer macht. Also die beste Investition, die jeder machen kann, ist zum Mediamarkt zu fahren, sich eine externe Festplatte zu kaufen für 50 Euro und ein Programm einzustellen, das regelmäßig jeden Tag Backups von der gesamten Festplatte hat, die man hat. Es gibt momentan keine Probleme mit Trojanern oder sowas. Natürlich hat man immer ein Risiko. In dem Moment, wenn man jemanden auf seine Region drauflässt, ist das im Prinzip ein externes Programm, das auf dem eigenen Rechner ausgeführt wird. Das öffnet natürlich Sicherheitsrisiken. Denn auch ein Avatar kann geskriptet werden. Auch ein Avatar kann Sachen an sich tragen, die geskriptet sind, die potenziell Ärger auslösen. Der Ärger hält sich allerdings in Grenzen. Also das Einzige, das Schlimmste, was passieren kann, theoretisch ist, dass Open Simulator crasht. Dass es einfach abstürzt und dann ist zu, das, was ich machen muss, ich muss es dann wieder neu starten und mache weiter. Also das ist so das, was aktuell passieren kann. Eine Frage an der Stelle. Kann ich denn über die Skriptsprache auch andere Skripte ausführen, auf dem Server, zum Beispiel PHP oder so? Ja, nein. Die Skriptsprache ist also grundsätzlich OSL oder LSL, je nach
dem, also es ist im Prinzip das gleiche. LSL ist die Second Life Script, könnte man auch OSL ist Open Simulator. Da Open Simulator auf .NET basiert, glaube ich, ist es auch möglich, C++ Skripte auszuführen. Und man kann in Open Simulator in den neueren Versionen, der jetzt nicht, also die neueren Viewer, das ist jetzt noch ein älterer Viewer, die neueren können Media on a Prem ausführen. Das heißt, auf einem Prem können Fotos, Videos aus dem Web und Webseiten angezeigt werden. Und Webseiten, natürlich, wenn sie auf PHP basieren, dann klar, kann man auch PHP benutzen. Aber dann hole ich mir doch dann auf meinen Rechner zu Hause und dann ist dann schon ernsthaft so eine Sicherheitslücke. Der Open Simulator hat einen eingebauten Browser. Der basiert, glaube ich, auf Firefox. Also der Open Simulator Viewer hat einen eingebauten Browser. Natürlich, jede Webseite, die aufgerufen wird, ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Und es gab auch schon Leute, die das ausgenutzt haben, die dann Informationen über Avatare gelockt haben auf dem externen Server und was die gemacht haben. Also es ist immer ein Risiko. Deswegen kann man es auch einstellen, dass diese Webseiten eben nicht angezeigt werden, dass das Medium on a Prem grundsätzlich abgeschaltet ist und auch keine Streaming oder keine Webstreams ausgeführt werden. Also ist das Programm 100% angeschaltet? Gibt es schon ein paar deutsche Sätze da drin? Im Programm selbst? Ja. Open Simulator ist Englisch und im Prinzip die ganzen, also es wird bedient, das Open Simulator Programm ist das. Ja. Das ist im Prinzip die Serverseite. Da wird angezeigt, was gerade passiert. Die ganzen Meldungen sind auf Englisch und die ganzen Befehle, die man eingeben kann, sind auf Englisch. Die Bedienungsanleitungen dazu, soweit sie bestehen, sind auch zu 90% auf Englisch. Es gibt ein paar relativ gute Tutorials, die auf Deutsch geschrieben sind von verschiedenen Nutzern von Open Simulator. Ich habe auch selbst ein paar geschrieben auf Deutsch, die so ein paar Sachen behandeln. Ich sag mal, es ist immer gut, wenn man Englisch kann, gerade bei so einem Projekt, das eben international ist. Nee, klar, aber manchmal ist es gibt ja viele Programme, wo dann das meiste. Die lokalisiert sind, ja. Oder die Menüpunkte, dann die Menüpunkte. Der Viewer selbst, der diese Komponente. Ja. Die ist lokalisiert, die gibt es also auch in der deutschen Version. Okay. Da ist es möglich, dass die ganzen Menüpunkte und die ganzen Interaktionen auf Deutsch angezeigt sind. Die Serverseite nicht. Ja. Zu der Serverseite habe ich jetzt noch eine Frage. Ja. Wenn ich eine normale Webseite mit einem Apache betreibe, kann der im Prinzip beliebig viele Webseiten hosten. Ja. Kann der das auch oder kann der nur im Prinzip beliebig hosten? Die Frage ist, was du in der Webseite verstehst, dann im Open Simulator-Kontext. Also, wenn jetzt eine Region eine Webseite ist, dann kann ich damit natürlich mehrere Regionen betreiben. Wenn ich verschiedene Welten machen möchte, geht das auch, allerdings nicht mit einer Installation, sondern man muss dann Open Simulator mehrfach auf dem Rechner installieren und mehrfach ausführen. Und auch unterschiedlich konfigurieren, sodass jede an einem unterschiedlichen Port dann hört, aber das ist möglich. Es ist wesentlich hardwareintensiver als Apache. Also, von daher hängt es stark von der verwendeten Hardware ab. Du hast gesagt, du verwendest jetzt bei 1&1 einen Router. Ja. 30 Euro. Das ist der kleinste, den sie haben. 30 Euro, das ist ein Dual-Core 2,6 GHz oder so, 3 GHz mit 2 GB RAM. Und der reicht für meine persönlichen, ich meine, ich habe da nur mein eigenes Zeug drauf, das ist offen im Web, da kann im Prinzip jeder auch besuchen. Die Adresse ist bekannt, ist bei HPWK gelistet. Und das reicht für mich völlig aus. Ich betreibe da nicht nur Open Simulator drauf, sondern auch drei Webseiten und funktioniert. Wie gesagt, Open Simulator gibt es bei opensimulator.org. Regionen bzw. opensimulator.org hat auch so eine sogenannte Gridlist, da wird angezeigt, welche öffentlichen Open Simulator Installationen es gibt, wo man sich anmelden kann. Ich habe auf meiner eigenen Website, also ich habe opensim-creations.com, wo man Objekte runterladen kann, die man in Open Simulator verwenden kann. Ich habe meine persönliche private Website, ist tjip.co.uk. Und ich habe jetzt gestern Abend eine neue Webseite aufgesetzt für eine Open Simulator Community, wo im Prinzip alle User zusammenkommen um Erfahrungen auszutauschen. Die heißt taos.name. Das sind im Prinzip so die Ressourcen, die ich bis jetzt bereitgestellt habe. Und die hoffentlich auch
Also ich würde gerne ein anderes Beispiel sehen, aus der Universität. Das Problem ist, wenn in dem Moment, wo wir nicht mit dem Internet verbunden sind, kann ich nur das zeigen, was auf meinem Rechner ist. Oder beziehungsweise auf Markus seinem Rechner. Könnte ich eigentlich gleichzeitig mehrere Avatare von mir erstellen? Ja, so viel wie du willst. Gleichzeitig? Ja, klar. Also man kann auch gleichzeitig mehrere. Also mit dem Viewer kann man so oft eingeloggt sein, wie man will. Man muss halt den Viewer mehrere Male ausführen und kann dann mit verschiedenen Avataren auf sich einloggen. Das ist kein Problem. Das ist jetzt ein Campus, der bereitgestellt ist von einer Uni. Ja. Okay, der lädt es jetzt hoch. Das dauert einen Augenblick, weil die alte Szene erstmal gelöscht werden muss. Also es dauert ein bisschen, je komplexer die Szenen sind, umso länger dauert es auch, bis die geladen werden. Ein Asset, was da jetzt geladen wird, ist das ein RIM? Ein Asset ist ein Objekt. Ein Objekt, also zusammensetzt. Genau. Das Problem mit der Simulation ist, dass im Prinzip jedes Getreide ist aus so Kreisen aufgebaut und jeder Kreis ist im Prinzip ein separates Objekt, deswegen dauert es ein bisschen, bis die gelöscht werden. Ich sag mal, die meisten Leute nehmen das wirklich, um da andere User aus der ganzen Welt zu treffen und sich ein virtuelles Zuhause einzurichten, indem man sich auch mal so einmal am Tag und einmal die Woche einloggt und mit Freunden aus aller Welt zu chatten. Dann muss ich aber die Adressen haben von den Leuten, um erstmal in eine andere Welt. Nein, also wenn du dich anmeldest bei einer öffentlichen Installation oder bei Second Life, dann hast du automatisch schon eine gewisse User-Basis, die da vorhanden ist. Bei Second Life kriege ich auch die Software. Bei Second Life kriegst du auch die Software, also den Viewer. Und da bin ich schon automatisch in der. Richtig, wobei man halt dazu sagen muss, Second Life ist nicht Open Simulator. Second Life ist eine separate Software, die mit denselben Viewer aufgerufen werden kann, aber Second Life ist im Prinzip bereitgestellt von einer amerikanischen Firma, Linden Lab. Ich kann da nicht alles das machen, was ich in Open Simulator machen kann. Ich habe also im Prinzip, bewege ich mich ständig auf anderen Servern und alle Daten, die ich hochlade, oder alles, was ich da erwerbe in meinem Inventar, ist im Prinzip nicht meins, sondern ist weiterhin auf den Servern von Linden Lab abgespeichert und ich komme an die Daten nicht dran. Ich kann die wirklich nur benutzen in dem Second Life Service. Das ist der Unterschied zu Open Simulator, wo man die Sachen eben bei sich auf dem Rechner hat und dann hochladen kann und über eine E-Mail, über eine IP-Adresse in die Welt gehen kann. Ja. Was für mich natürlich auch interessant ist, der Avatar hat vorhin gesagt, man kann sich auch auf dem Rechner eine Welt erstellen, ein Foto davon machen und das als Diaspora ablaufen lassen. Du kannst von jeder Szene, ich meine, das sind dreidimensionale Szene, je nachdem wie du dich einstellst, siehst du halt, sagen wir mal, man nimmt jetzt mal dieses hier und du klickst auf Snapshot und das ist eine kleine Vorschau davon und das kannst du auf der Festplatte einfach abspeichern, so wie es ist. Und dann kann ich so irgendwo halt laufen lassen. Genau, also es gibt auch davon, gerade bei Flickr, eine unheimlich große Community von Second Life und OpenSim-Usern, die ihre Snapshots und Fotos hochgeladen haben. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man sich anschauen kann. Ja, aber um so Videos abzutreiben, diese Maximumzeit, dann braucht man eine externe Software. Ja, also ich bin auf dem Mac, ich habe eine Software installiert, die heißt iSight. Nicht iSight. iShowYou. Es gibt wahrscheinlich für Windows auch eine Lösung dafür, die kann man so einstellen, dass das, was auf dem Bildschirm gerade angezeigt wird, wird im Prinzip als im AVI abgespeichert und kann dann in einem Movie Maker bearbeitet werden, mit einem Audiotitel unterlegt werden, oder je nachdem, wie man es haben möchte. Ja. Ach so, da kann ich im anderen Programm praktisch die Texte dazu schreiben. Ja.
wo man Bilder betexten kann und Programme kann man runterladen. Markus, was ist denn dein Rechner so ausstattungsmäßig? Ist es eigentlich möglich, Gegenstände zu personalisieren? Sie sagen, dass nur bestimmte User drauf kann, ob dieses auf diesem Gegenstand, der dann aufmachen kann oder zu? Oder ist es nein. Du kannst Leuten, die auf deiner Kontaktliste sind, Privilegien einräumen, dass sie deine Objekte bearbeiten können, selbst wenn die gelockt sind, also selbst wenn sie nicht bearbeitet von anderen Arbeiten. Kann man zum Beispiel nicht Areale sperren für bestimmte Leute? Also man kann grundsätzlich sagen, sperren. Man kann grundsätzlich sagen, niemand kann meine Objekte bearbeiten. Das ist eigentlich so die Default-Einstellung, die Voreinstellung. Und dann kann man bestimmten Leuten, die auch Freunde von dir sind, die auf deiner Kontaktliste sind, Privilegien einräumen, dass die trotzdem deine Objekte bearbeiten können. Aber das ist global, man kann es nicht pro Objekt machen, sondern nur halt ja oder nein. Man kann so eine Art Freundesliste verwalten, dass jetzt die... Ja, also die ist ja eingebaut im Viewer. Die Freundesliste wird automatisch im Prinzip in dem Moment, wo man jemanden trifft, kann man dem eine Freundschaftsanfrage schicken und dann, wenn der zusagt, wird er auf der Freundesliste angezeigt und... Dann kann ich sagen, nur Freunde dürfen. Genau. Also man kann sogar jede Region einzeln einrichten, wer darauf zugreifen kann, wer nicht. Also das kann eingestellt werden über das Weltmenü Access. Und dann kann man, also voreingestellt ist öffentlicher Zugang. Man kann aber auch nur für eine bestimmte Gruppe den Zugang einrichten. Also wenn man selbst eine Gruppe eingerichtet hat und nur die Mitglieder, die in der Gruppe sind, können dann darauf zugreifen. Oder nur bestimmten Usern. Oder man kann bestimmte User davon bannen. Also es ist. Und es ist ja zum Beispiel sagen kann, alle dürfen drauf, aber nur Freunde dürfen das ändern. Das geht auch, ja. Also ich sag mal, die Änderungsprivilegien sind sowieso grundsätzlich so, dass nur du deine eigenen Objekte bearbeiten kannst. Alle anderen dürfen es nicht. Und du musst im Prinzip selbst bestimmen, wenn jemand anderes noch deine Objekte bearbeiten kann. Also wenn jetzt jemand ein zweites ausbaut, meinem Gegenüber, und ich habe die Führerschaften, kann ich das auch wieder entfernen können? Ja, also solange das auf deiner eigenen Region ist, kannst du mit anderen, mit dem, was andere Leute da anstellen, machen, was du willst. Der wächst jetzt. Okay, jetzt. Der UCI Campus, der ist im Prinzip nur, besteht aus Gebäuden, ohne dass da was drin ist, damit jeder das einrichten kann, so wie es will. Kartons sind, soweit ich weiß, die haben verschiedene Sachen drin. Also man kann auch in den einzelnen Objekten Dinge hineintun. Und der hier zum Beispiel hat jetzt verschiedene Texturen drin. Wenn ich hier mein Inventar nehme. Das hat mich nur gewundert, weil du eben sagst, dass alles noch leer ist, aber da stehen schon die Karten. Nee, ich meine jetzt die Gebäude, also ja. Unsere Vorgänger, ist das dann nicht Vorgänger oder das ist ein Punkt, was wir sehen. Das ist dann die so ein bisschen welche. Ja, das sind, man kann. Im Prinzip hat da einfach jemand, ist jemand hergegangen und hat gesagt, ich packe jetzt einfach mal ein paar nützliche Texturen, die man vielleicht gebrauchen kann, in diesen Karton da rein und speichere das mit ab, mit in der Welt. Also das geht auch. Hier ist ein Beispiel für einfach nur ein Foto, das ausgestellt werden kann. Ja. Vorher ging es ja um die physikalischen Grenzen. Ja. Ist da Second Life eigentlich weiter? Oder? Ja, Second Life ist weiter in der Physik. Bei Second Life gibt es
Wege, Flags in der LSL-Skriptsprache. Also es ist möglich, da Autos zu simulieren, Schiffe und Flugzeuge und Flugobjekte. Second Life hat ein anderes Problem, das nennt sich Lag. Lag ist immer dann, wenn zwischen dem, was ich, zwischen meiner Eingabe und dem, was passiert, ein Zeitraum besteht. Also Open Simulator läuft relativ flüssig. In dem Moment, wo ich meinen Avatar bewege, bewegt er sich. Bei Second Life ist inzwischen so groß, die haben mehrere 10.000 Regionen auf ihren Serverfarmen laufen, dass die Übergänge nicht mehr so flüssig sind. Also es ist unheimlich viel Sachen, die um einen herum geladen werden müssen und ständig auch, ich meine, Leute auf dem Service sind, die Bandbreite abziehen, dass also das Erlebnis nicht mehr so flüssig ist. Und das heißt, in dem Moment, wo ich dann anfange, mit dem Auto zu fahren und das nicht nur auf einer Region mache, sondern wahrscheinlich auf eine Straße, die über den ganzen Kontinent hinweg fährt, gibt es da immer wieder Probleme, dass es nicht mehr flüssig geht. Sind da eigentlich auch Autos drauf, wenn ich mit dem Mann jetzt da auf der Straße spazieren gehe? Bei Second Life gibt es inzwischen, glaube ich, automatisierte Autos, die da rumfahren, ja. Nee, aber mit einem einfachen Programm mit dem... Mit Open Simulator. Open Simulator ist nicht drauf. Voreingestellt nicht, du kannst aber welche runterladen bei Neverdance2525.com. Der hat im Prinzip einen Rennwagen zusammengestellt, der ordentlich geskriptet ist, mit dem man da rumfahren kann. Aber ich kann jetzt nicht, was ich machen wollte, meine Sachen von Google, Foto runterladen, der doch das jeder auch. Nee, also du kannst aus dem zweidimensionalen Bild kein 3D-Objekt automatisch erstellen, das geht nicht. Aber auf dem Würfel kann ich drauf machen. Das geht. Aber mit dem Würfel kannst du nicht fahren. Ich glaube, ich kann nicht fahren. Ich kann praktisch hinstellen, das auf dem Würfel aufmachen, weil der das bei der Software das verlangt. Ja. Aber ich kann es nicht bewegen. Nee. Das geht, klar. Es gibt inzwischen, nochmal als Abschluss, wie gesagt, Open Simulator basiert auf diesen Prims. Inzwischen erlaubt es auch, genauso wie Second Life, dass man die Collada-Meshes importiert. Collada ist so der Webstandard für 3D-Objekte. Das heißt, alles, was irgendjemand in Collada erstellt hat, in einem anderen Programm, kann auch in Open Simulator oder Second Life importiert werden. Und es gibt unheimlich viele Collada-Objekte auf dem Web. Also Google selbst hat das sogenannte 3D-Warehouse eingerichtet, wo man sich eine ganze Menge Objekte runterladen kann. Auch die US Army hat eine ganze Menge 3D-Objekte erstellt, um für ihr eigenes Training, die frei verfügbar sind. Und es gibt verschiedene andere Bibliotheken auch noch online, wo man sich 3D-Collada-Objekte runterladen kann. Das heißt also, die Bandbreite dessen, was man alles benutzen kann, wird ständig größer. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke schön.